Perfekt. So. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Nee, natürlich nicht. Ich habe deine diebischen Gnome erledigt. Gute Arbeit. Jetzt kehrt hier endlich wieder Ruhe ein. Lass dir von Ruben eine Belohnung geben. So, wo ist dein Ruben? Du sollst mir eine Belohnung geben. Klar doch. Gold oder Gold? Was darf sein? Hast du nicht was anderes? Artefakte oder Tränke? Klar, die kannst du alle bei mir kaufen. Hier ist deine Belohnung. Boah! 200 Gold! Für das bisschen, was wir hier getan haben. So. Wir sind bald da. Ist nicht mehr weit. Das ist zu riskant. Und was machst du hier? Nach was sieht's denn aus? Ich stehe mir die Beine in den Bauch. Das ist nicht gerade der sicherste Job. Wenn die Viecher kommen, bin ich der Erste, der gefressen wird. Warum haust du nicht ab? Glaubst du, daran habe ich noch nicht gedacht? Aber für mich ist es zu spät. Einmal Rekrut, immer Rekrut. Wenn ich in die Stadt gehe, werde ich sofort wieder zurückgebracht. Ich könnte mich höchstens in einer dunklen, kalten Höhle verkriechen. Nee, danke. Da ziehe ich die Vulkanfestung vor. Von welchen Viechern sprichst du? Mit den Ruinen sind gefährliche Viecher aus dem Boden gekommen. Das sind Monster. Inzwischen treiben sie sich überall auf der Insel rum. Sogar hier. Hier? Ich sehe keine Monster. Ja, weil sie sich verstecken. Sie sind schlau. Bösartig schlau. Aber ich habe sie schon oft gehört. Irgendwo hier in der Nähe lauern sie. Okay.
Ah, ein weiterer Freiwilliger. Ich muss mit dem Inquisitor reden. Na klar. Und warum sollte Inquisitor Mendoza, der Anführer des Ordens der Heiligen Flamme, mit einer Wurst wie dir reden wollen? Ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Das sagst du. Vielleicht bist du aber auch hier, um den Inquisitor zu töten. Glaubst du wirklich, eine Wurst wie ich könnte den Inquisitor töten? Wohl nicht. Also gut, ich lass dich rein. Aber wehe, du machst Ärger. Danke. Aha, ein weiterer Rekrut. Die Wachen haben dich hergebracht, weil du gegen das Gesetz verstoßen hast, nicht wahr? Nein, ich bringe eine Botschaft von Don Esteban. Eine Botschaft? Gut, ich werde sie dem Inquisitor überbringen. Nein, ich muss selbst mit ihm sprechen. Na schön. Inquisitor Mendoza ist in der Heiligen Halle. Während deines Aufenthalts darfst du dich in der Festung frei bewegen. Ich hoffe für dich, du weißt dieses Privileg zu würdigen. Wie komme ich zur Heiligen Halle? Es ist wohl besser, wenn ich dir eine Karte gebe, damit du dich nicht verläufst. Danke. Interessant. So. Hier steht etwas über Magie. Du, das ist gerade ganz schlecht. Eine Schmiede? Okay. Ist da jemand? Ah, ein neues Gesicht. Was willst du? Was hast du denn so für Waffen? Ich habe so einiges. Aber es gibt nichts umsonst. Aber es gibt auch eine gute Nachricht. Alles, was du so gesammelt hast, nehme ich in Zahlung. Was kannst du mir anbieten? Wahrscheinlich gar nichts. Wir kämpfen hier mit Stäben, nicht mit Schwertern. Aber wir können handeln. Mehr kann ich nicht für dich tun. Hast du auch richtige Waffen? Was würdest du davon halten, wenn ich dir mal eine von meinen Waffen um die Ohren haue? Dann wirst du schon sehen, wie gut die sind. Schon gut. Was ist mit Schmiederohlingen? Kannst du welche besorgen? Ich verkaufe nur noch meine Lagerbestände. Hier in der Vulkanfestung ist einfach kein Bedarf dafür. Ich könnte dir welche herstellen. Allerdings müsstest du die Rohstoffe schon selber herbringen. Ich will ein... Lass... Wow! So, das kann weg. Das kann weg. Der kann weg. Ich muss damit zu einem Amboss. Ich muss die Klinge an einem Schleifstein schärfen. So. So.
So, hier schön schmieden. Wunderbar. Das sieht gut aus. Gute Arbeit. So. Ja. Ihr scheint so gut wie niemand mit mir reden zu wollen. Hey. Was willst du? Ja. Ja, lass unsere Tiere in Frieden, du Drecksack. Okay. Ist ja gut, ist ja gut. Ja, Mann. Halt! Ich bringe eine Botschaft für deinen Chef. Also lass mich durch. Wenn du glaubst, dass du hier irgendwelche Rechte hast, liegst du falsch. Also mach keinen Ärger, sonst bist du Futter für die Schweine. Hast du das verstanden? Lass mich durch, du Nachtwächter. Na warte, wir beide sind noch nicht miteinander fertig. Das wird ein Nachspiel haben. Ja, ja, jetzt geh aus dem Weg. Geh und gib deine Botschaft ab. Danke. Nun, was führt dich her? Ich bin hier, um Mendoza zu sprechen. Dann kann ich nur für uns alle hoffen, dass du gute Nachrichten bringst. Das werde ich mit Mendoza allein besprechen. Natürlich. Es steht dir frei, die heilige Halle zu betreten. Das ist zu riskant. Was ist mit dem Haupttor der Festung? Wird die irgendwann auch mal geöffnet? Nun, ich denke, es ist an der Zeit. Meister Pallas wird sie für dich öffnen. Okay. Ja, das wird wohl hier die heilige Halle sein. Frage mich, ob ich mich hier überhaupt umschauen soll. Weil wir haben ja mit denen eh nichts am Hut. Was willst du hier? Ich sehe mich mal um. Dann tu das. Ich werde dir den Zugang zum Wissen nicht verwehren. Wenn du lernen willst, steht es dir frei zu lernen. Solange du nicht den Frieden der Festung störst. Das klingt doch ganz gut. Was kann ich hier lernen? Du wirst es schon herausfinden. Sieh dich um und lies die Bücher. Okay. Ein Alchemietisch. Der Runentisch. Der Runentisch ist ein mächtiges Werkzeug. Bla 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 bla. Oh, hier steht was. Um den Runentisch vorzubereiten, setzt man die gewünschte Rune in die Vorrichtung. So, das muss reichen. Die Vorbereitung. Der Schreiber bereitet sich mental auf... Ach, das ist doch alles Quatsch. Dann legt er die benötigten Zutaten, die unbeschriebene Pergamentrolle und die Schreibfeder neben den vorbereiteten Runentisch und ist nun bereit, mit dem Schreiben zu beginnen. Das reicht mir. Von magischen Spruchrollen verstehe ich nichts. Ich habe die Bücher über Spruchrollen gelesen. Gut, dann weißt du jetzt, worum es hier geht. Wir schreiben Spruchrollen, mit denen jeder, sogar du, Zauber wirken kann. Kann ich die Spruchrollenschreiberei lernen? Natürlich. Was muss ich dafür tun? Besorge dir Schreibzeug, eine Schreibfeder und ein leeres Pergament. Ich bin sicher, die anderen Schüler werden dir weiterhelfen. Wenn du das Schreibzeug hast, werde ich dich das Talent...
Okay. Naja, eigentlich ist das ja schwachsinnig, weil als Bandit brauchen wir, sind ja kein Magier und da brauchen wir auch keine Magie. Also ist das meines Erachtens ein bisschen unsinnig. Naja, wir werden es ja sehen, ob wir das noch erlernen, aber momentan haben wir eh keine Lernpunkte. Ist nun noch nicht möglich. Okay. Ja. Ich werde sagen,